basteln heute mal einen schönen WLAN-Verstärker. Und dafür brauchen wir das. Unser Gaffertape, eine kleine Schere, das Cuttermesser und eine Dose. Als erstes müssen wir die Dose natürlich leer machen. Dann müssen wir die Dose gründlich auswaschen. Und als nächstes müssen wir diesen Schniepel hier abmachen. Jetzt schneiden wir den Boden der Dose ab. Passen auf, dass wir die Dose dabei nicht zerdrücken oder uns in die Finger schneiden. Dann nehmen wir uns die Schere und schneiden den Rest. Also jetzt schneiden wir den Deckel ab, aber passen auf, dass es hier noch dran bleibt. So, das wird jetzt ein bisschen tricky. Zieht am besten Sicherheitshandschuhe an. Ich habe gerade ein bisschen Schiss, weil die Dose auch nicht zerdrücken darf. Oh Gott. Wow, okay. Dann schneiden wir hier einmal in der Hälfte die Dose durch. Das sieht aus wie so eine kleine Radarstation. Machen wir mit einem Taschentuch oder Klopapier das ganze Gerät hier ordentlich trocken. Nehmen wir uns ein bisschen Gaffer und kleben zwei kleine Gafferwürstchen auf die Rückseite des ganzen Kumpels hier. Natürlich so, dass das Loch hier frei bleibt. Durch das stecken wir nachher dann die Antenne des WLAN-Routers. Jetzt müsst ihr das ganze Gerät nur noch über die Antenne stülpen und mit dem Panzertape etwas fixieren. Und los geht's!